was soll man dazu sagen? Es war also in dem Zeitpunkt, wie wir da das Einsatzzentrum und den M-Preis errichtet haben, schon einmal so eine im leichten Plauderton vorgetragene Position, wo wir gesagt haben, man könnte das vielleicht auch verbinden, fußläufig. Und heuer ist es uns gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband, das ist ein gemeinsames Kind, diese Brücke zu realisieren. Und seit einigen Wochen ist sie jetzt begehbar und was wir so beobachten, sie wird gern und viel begangen und ist natürlich eine recht spektakuläre Verbindung innerhalb unseres sehr ortsnahen Wanderwege- und Spazierwegenetzes. Wir haben eine einschlägige Firma, die also im Umgang mit diesem Thema schon einige Duftmarken im Lande gesetzt hat, einmal gefragt, wie das ausschauen würde. Die haben uns dann sofort auch einen Kostenvoranschlag geliefert. Dass es technisch machbar ist, das haben wir ja nie gezweifelt. Und nachdem wir uns also geeinigt haben, wie wir es finanzieren mit dem Tourismusverband, haben wir es dann sofort in Angriff genommen. Na eben, deswegen haben wir es ja auch gemacht, weil wir überzeugt sind, dass die Einheimischen sehr gerne hier gehen, dass es für viele ein sehr fußläufiger Anschluss herüber zur Bushaltestelle, herüber hier auch in den M-Preis ist und dass unsere Gäste das auch annehmen. Das hat sich die ersten Tage schon bestätigt. Wie schon gesagt, ortsnahe Spazierwege werden gern angenommen.